Hey, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit eurem Xarok. Heute haben wir was ganz Tolles, weil die letzten paar Tage ist ziemlich warm gewesen und wir haben uns was ganz Schönes bestellt. Und ja, ich zeige euch das heute mal. Eine Klimaanlage. Ich freue mich so. Ich wollte schon ewig so ein Ding haben. Ich habe immer wieder Serien gesagt, ich hätte gerne mal so ein Ding. Und die sind nicht gerade billig, vor allem wenn sie gut sein sollen. Und wir haben uns jetzt für den hier entschieden, weil der auch noch so viele tolle Sachen kann. Er kann nicht nur kühlen, sondern er kann auch noch heizen. Er kann die Luft filtern. Er kann die Luft entfeuchten. Man kann ihn auch einfach nur als Ventilator benutzen oder eben als Klimagerät. Also da ist wirklich eine Klimaflüssigkeit drin. Nicht so wie bei diesen mobilen Klimageräten, die man zurzeit immer überall sieht, wo man Wasser in einen Container tut, das dann die Luft kühlen soll. Ja, gut. Sei mal dahingestellt, ob das funktioniert oder nicht. Auf jeden Fall, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut und wirklich auch eine gute Marke. Und das werden wir heute mal ausprobieren und auspacken. Ich freue mich schon. Wir haben schöne Knöpfe hier. Sieht echt cool aus. Hier haben wir eine Frucht. Ich liebe diese erste Folie runterziehen. Das ist immer ein Traum. Warte mal. Immer so Spaß, wenn man sie erstmal hat. Oh yeah. Schön. So, ja, man sieht schon, ne? On, off, kühler, wärmer, whatever, Mode, Speed, Timer-Funktion. Und dann leuchtet es hier, welche Geschwindigkeit man wahrscheinlich hat. Der Timer an ist, keine Ahnung, was das heißt. Vielleicht, dass man den Wasserbehälter wechseln muss, wenn man entfeuchtet. Dann haben wir kühlen, heizen. Wahrscheinlich entfeuchten und Lüfter. Sag mal hier. Hier können wir Eifen zumachen. Da drin sieht man schon einen Ventilator. Das Ganze steht auf Rollen, ja, damit man sie auch ganz leicht von einem Raum zum anderen Raum bringen kann. Hier könnte so ein Gitter sein. Ich weiß nicht, ob das das ist, was man. Ah, hier, genau. Das kann man rausmachen und dann soll man das waschen können. Würde ich mal dann, keine Ahnung, in 1, 2 Wochen mal zeigen, mal gucken, wie viel Tierhaare und Fussel und so weiter da tatsächlich drin sind. So. Dann haben wir hier unten Kühllamellen hier. Hier kommt dann die warme Luft rein. Weiß nicht genau, wie das dann jetzt funktioniert. So, vielleicht. Keine Ahnung. Das ist der Schlauch. Da gehört dann der Schlauch drauf. Das gehört dann zum Fenster. So, was haben wir noch? Kabel ist klar. Keine Ahnung, 1,5 Meter könnten das sein. Dann wollen wir anfangen. Mehr gibt es hier jetzt gar nicht. So, einige Stunden später, es ist jetzt abends. Das Gerät stand jetzt sehr lange darum. Und wie man sehen kann, meine Frisur hat sich in der Zwischenzeit auch verändert. Ja, wir werden das Gerät jetzt ausprobieren, mal ein bisschen rumspielen, mal gucken, was es so kann, wie sehr wir merken, dass es kühlt oder auch heizt oder entfeuchtet. Das wollen wir jetzt einfach mal testen. So, da ist er. Ich habe ihn eigentlich schon angeschlossen. Also das wird hier nicht die endgültige Position, aber hier haben wir einfach ein bisschen Platz zum Gucken. So, anschalten tun wir hiermit. Und dann fängt er gleich an. Man hört eine ja, relativ kräftige Lautstärke, aber es ist, ja, würde ich jetzt mal sagen, noch aushaltbar. Vielleicht ein bisschen lauter als wie so ein alter Ventilator auf niedrig, ja, so ungefähr auf mittlere Stufe. Wenn man einen alten Ventilator auf hohe Stufe, dann glaube ich, könnte das so ungefähr dieselbe Lautstärke sein. So, und wir sehen auch hier gleich, dass er auf Kühlen ist. Hier steht die Zieltemperatur, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hier können wir die Temperatur einstellen, die wir haben wollen. Ah, schau. Ah, okay. Das ist die Temperatur, die wir aktuell haben, also im Raum. Und das ist die Zieltemperatur, also wenn sie blinkt, ja. Wir haben jetzt 24 eingestellt, im Raum sind es 24. Damit er sie halten tut, muss er halt scheinbar den Klimakompressor anmachen. Man hört es auch ein bisschen so. Ne?
So, und ich kann natürlich jetzt auch noch reduzieren. Bis auf 16 Grad kann ich ihn runterstellen. Ob er das schafft, ist noch eine andere Sache, aber rein theoretisch könnte er das. So, wir haben auch schon den Abluftschlauch dran. Dieser Abluftschlauch muss ganz, ganz, ganz wichtig, am besten aus einem Fenster heraus. Ja? Also es gibt so Airlock nennt sich das. Die kann man sich ans Fenster hängen. Dann wird es da angeschlossen, damit so wenig warme Luft von draußen nach drinnen kommt, weil sonst ist das Ganze natürlich sinnfrei. Weil hier hinten, das ist schon echt so, ja, das fühlt sich schon fast an wie Föhnwärme. Ja, das ist schon relativ warm. Also es ist, ja, keine Ahnung, so lauwarm, ja, lauwarmes Wasser ungefähr, so von der Temperatur her. Und hier vorne ist schon richtig kühl, ja, also es ist schon mega, mega kalt. Oh, das ist schon echt krass kalt, also so, keine Ahnung, geschätzt, keine Ahnung, 15 Grad oder sowas fühlt sich das jetzt an. Also da kommt schon richtig krasse, frische, kühle Luft raus. So, und jetzt kann man natürlich auch noch den Ventilator beschleunigen. Auf Stufe 2. Also das hier ist Stufe 1. Und das ist Stufe 2. Ist ein bisschen lauter, aber nicht merkbar lauter. Aber die Luft, die rauskommt, ist natürlich deutlich mehr. Hier haben wir diese Lamellen, die wir so ein bisschen einstellen können, ob es eher so nach unten pusten soll oder eher nach oben pusten soll. Genau. So, dann können wir dieses wunderschöne Gerät aber noch auf Entfeuchten stellen, also hier auf diesen Modi. Das dauert dann immer ganz kurz, bis er umswitcht, wahrscheinlich einfach aus Sicherheitsgründen. Und dann soll diese Luft hier drin, die hier jetzt in diesem Raum ist, eingesaugt werden und es kommt relativ trockene Luft hier raus. Das ist meistens das, was einen so ein bisschen in der Wohnung erdrückt, ja, so eine hohe Luftfeuchtigkeit, wenn es im Sommer ziemlich warm ist und dampfig. So, und hier unten haben wir einen Ablassschlauch, ja. Da drin ist eine Wanne und diese Wanne füllt sich mit Wasser. Er hat zwar eine Funktion, wo kaltes Wasser irgendwie dann auf so ein, irgendwo auf was Heißes wohl drauf tropft und dann wird es verbrannt irgendwie. Und dieses Wasser kann aber trotzdem noch ja, was übrig bleiben, was dann hier drüber abgeschöpft werden kann. Muss man wohl eher selten machen, aber kann wohl, wenn es sehr feuchte Räume sind, kann es halt sein, dass man das benötigt. Und wenn diese Wanne voll ist, dann zeigt er das hier auch an und dann macht er den Modi natürlich aus, ne, damit er nicht weiter entfeuchtet und dann das Wasser auf den Boden tropft. So, dann haben wir natürlich auch nur Lüfter, ja, also nur pusten. Gibt's ja, ja, also kann einfach nur pusten wie ein normaler Ventilator. Ich muss auch dazu sagen, der Ventilator ist schon ziemlich kräftig. Ja. Es ist schon ganz schön Luftzug, der hier durchgeht. Also das ist schon ordentlich, muss ich sagen. Also das ist schon sehr angenehm. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Es fühlt sich ein bisschen. Es ist halt ein sehr kleiner Bereich, wo Luft rauskommt, aber dieser zentrierte Bereich hier, wo die Luft rauskommt, die fühlt sich schon stärker an als wie bei so einem normalen Ventilator. Also jetzt nicht so bei so einem super coolen, modernen Ventilator, aber es fühlt sich schon mehr an als wie bei so einem, ja, so einem Standard 10-Euro Ventilator. Also deutlich mehr als wie bei so einem 10-Euro Ventilator. So, und dann haben wir noch Heizen. Ja, also wir können hier an auf Heizen gehen, also hier. Und zwar funktioniert das so, im Prinzip tut er die Luft umkehren. Ja? Also sprich, das, was vorher an warmer Luft hinten rausging, geht jetzt hier vorne raus und die kalte Luft wird nach draußen gepustet. Also eigentlich im Prinzip einfach nur umgekehrt, wie beim Klimagerät. Also eigentlich eine sehr coole Funktion. Und die Heizung soll wohl sehr stromsparend sein, also stromsparender als wie normale Elektroheizer, weil das Kältemittel dazu dient, im Prinzip durch die Umkehrleistung dann halt zu heizen. Und deswegen soll das wohl deutlich stromsparender sein als wie normaler Elektroheizer.
wie genau das ist und ob das wirklich stimmt, das weiß ich nicht, aber wenn die das sagen, hoffe ich doch mal, dass das nicht verkehrt ist. Aber das werden wir jetzt eher selten verwenden. Uns geht es tatsächlich um die Klimaanlage. So, jetzt haben wir auch kurz auf Heizen gehabt, jetzt ist auf 25 hochgegangen, wie man sehen kann. Oh, one's kill. So, jetzt muss man sich natürlich überlegen, das Gerät ist relativ groß. Ja, wo stellt man es hin? Es soll ein bisschen Platz sein. Links soll ein bisschen frei sein. Ja, da holt er sich die Luft von hier draußen. Vorne muss natürlich frei sein. Hinten muss dann zum Fenster gehen. Also ein bisschen Platz sollte halt schon sein um dem Ding herum. Aber ich freue mich schon auf kühle Nächte. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das dann ist, wenn man natürlich in einem Schlafzimmer so ein Gerät stehen hat und man möchte damit schlafen, ob das einem vielleicht zu laut sein wird. Aber wie gesagt, von der Lautstärke her ist es vielleicht ein bisschen mehr als wie ein kräftiger Ventilator und ich habe lieber ein gleichmäßiges Rauschen als wie, keine Ahnung, 30 Grad und schwüle Hitze. Ja. Da kann ich nicht schlafen. Deswegen bin ich echt froh, jetzt sowas zu haben. Und ja. Wir werden das jetzt mal noch genauer testen und mal dahin positionieren, wo es hin soll. Leider ist der Airlock noch nicht da. Das ist ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz können wir es vielleicht schon mal ein bisschen hin positionieren. Und ja, bis der Airlock dann da ist und dann können wir das dann mal genauer messen, ob wir spürbar einen Temperaturunterschied merken. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. So, ja, es sind ein paar Wochen vergangen, seitdem wir das Gerät haben. Und ja, ich möchte einen kurzen Fazit abgeben und das Abschluss für das Video jetzt fertig machen. Und zwar, ganz ehrlich, ich möchte nie wieder einen Sommer ohne dieses Gerät erleben, denn es tut echt wahnsinnig helfen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, also dieser Sommer ist auch echt warm und wir sind auch viel zu Hause wegen dem Kleinen. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Wir haben das jetzt immer so gehabt, wir haben das mal ins Wohnzimmer, wenn wir im Wohnzimmer waren, haben wir ins Wohnzimmer geschoben. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Die Luft dann in die Treppe runter gepustet und nachts im Schlafzimmer. Da sind wir nämlich gerade. Der steht dann standardmäßig hier. Heute ist es nie so warm. So sieht übrigens das Airlock aus. Ne? Also so ein Ding, das man da ins Fenster reinklemmt. Man kann das Fenster auch zumachen oder aufmachen. Und da legt man den Schlauch rein und der pustet dann die warme Luft nach draußen, wie man sehen kann. So, und wir haben das hier so ein bisschen hier eingesperrt. Und zwar ist das Gerät, vor allem wenn man es nicht gewohnt ist, nachts doch recht laut. Also man muss sich da echt ein bisschen dran gewöhnen, weil, wenn man jetzt mal überlegt, das ist halt so die Standardlautstärke. Ja? Also jetzt ist noch der Kompressor aus, wenn man jetzt mal hier die Temperatur runterstellt, ne, dann ja, es ist nicht leichter. Ja? Aber mit so einer Schutzmauer geht es eigentlich ganz gut, weil das war eigentlich so das Problem, wo stellt man das hin? Das muss an einem Fenster stehen, unser Bett steht am Fenster, also geht das nicht anders als so. Und genau, aber so, und das ist halt schon krass, ja, was da für eine Temperatur schon rauskommt. Ja. Wir haben jetzt hier aktuell 23 Grad im Schlafzimmer und ja, genau, man kann dann 20 oder was auch immer einstellen, bis 15 geht es ja runter, nee, bis 16. Und bis er diese Temperatur erreicht hat, bleibt der Klimakompressor an. Ja. Wenn ich jetzt hier über die 21 gehe. Ja, das dauert jetzt ganz kurz, aber dann geht der Kompressor irgendwann aus. Und genau, eine zweite Geschwindigkeitsstufe, die da ist kaum lauter, aber für große Räume ist es ganz cool, wenn der ein bisschen weiter weg steht, zum Beispiel für ein Wohnzimmer, zum Flur in den Wohnzimmer reinpustet, ist die zweite Stufe gar nicht so verkehrt. Und genau, in den 3-4 Wochen, wo wir das Ding jetzt benutzt haben, ist nicht einmal die Feuchtigkeitslampe angegangen, die uns sagt, dass der Wassertank da unten voll ist. So, keine Ahnung. Eine Nacht war da mal, die war richtig warm gewesen, da hat man das automatische Entfrosten mitgekriegt. Ja.
Da schaltet er den Ventilator auf Stufe 2 automatisch und macht, glaube ich, den Kompressor aus, damit er entfrosten kann. Und diese Feuchtigkeit geht wohl dann auch in diesen Tank rein. Der Tankablauf ist übrigens da hinten unten, da ist so ein kleines Ding, so ein bisschen unpraktisch, aber bis jetzt wirklich noch gar nicht gebraucht. Ja, nachts echt angenehm. Wenn man erstmal schläft, ist auch die Lautstärke eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Ja, also ich kann besser bei einer lauten Umgebung schlafen, als wie bei 25 oder 30 Grad. Ja, genau. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen möchte noch. Was aber ein bisschen blöd ist, was mich echt nervt, ist bei Dunkelheit. Und zwar ist dieses Licht hier, diese paar Birnen, die hier an sind, so hell im Dunkeln, nicht, dass man da nicht schlafen kann, das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist, man sieht die Knöpfe nicht mehr. Wenn man in der Nacht also etwas umstellen möchte, keine Chance. Man fühlt sie nicht, man sieht sie nicht. Also man hat absolut keine Ahnung, wo die Knöpfe sich befinden. Das ist ein bisschen scheiße, um ehrlich zu sein. Also das ist wirklich ein bisschen blöd. Aber es gibt eine Fernbedienung, die auch sehr gut funktioniert, auch wenn man irgendwo unter der Decke praktischerweise liegt. Wenn man sich diese paar Tasten, vor allem die wichtigen Tasten, merkt, also zum Beispiel Temperatur runter, ja, da jetzt der Kompressor ausgegangen, oder Geschwindigkeit ändern, ja, oder eben ausmachen, ja. Wenn man sich das merken kann, geht's. Aber es ist trotzdem, also das ist ein bisschen blöd, dass das dunkel ist, ja, und das Licht so hell. Also es hat, wie man sieht, es hat so zwei Lichtstufen. Wenn es dunkler ist, dann dimmt das Licht ein bisschen, aber ja, naja, ist, ja, man sieht halt trotzdem nichts. Also das ist ja alles schwarz und mit so leichten, kleinen, feinen Strichen hier, also man sieht es nicht. Und fühlen tut es halt auch nicht, ne? Da ist keine Unebenheit oder sowas, man fühlt es einfach nicht. Das hier in der Mitte fühlt man, ja? Das ist der Infrarotempfänger hier von der Fernbedienung. Das fühlt man, aber den Rest, den will man nicht. Das ist eigentlich nur so ein Raten. Nichtsdestotrotz, ein super tolles Gerät und ich bin echt dankbar, dass ich mir das Ding kaufen durfte, weil es ist sehr, sehr angenehm und dieses Jahr sind wir auch mal fast halbwegs mückenfrei und das ist sehr angenehm. Draußen ist immer Mückenplage, ja, also wirklich, wenn man rausgeht nachts, da wird man zerstochen. Und ja, wir haben ja jetzt überall Fliegengitter dran gemacht und mit der Klimaanlage, so kann man im Sommer echt gut schlafen. Und das, also wenn ich nicht gut geschlafen habe, dann bin ich echt scheiße drauf. Und so lässt sich's leben. Doch, so kann man den Sommer auch nachts genießen. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Vielleicht konnte ich den einen oder anderen das Produkt ja, interessant, schmackhaft machen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und ja, ansonsten viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.